So, ich grüße euch. Und zwar, Prost. So. Die Rehdornheim Map habe ich leider verbannt, weil ich diese Geschichte mit den Garnrochern da. Das habe ich einfach nicht auf die Kette gekriegt. Rauslöschen konnte ich es nicht. Dafür war ich wieder zu dusselig. Ich habe zwar die Fahrzeuge, die dieses Skript braucht, rausgenommen, aber trotzdem wollte das immer wieder haben. War eine schöne Map, fand ich, aber nu ist sie weg. So, und das hier ist jetzt die Hinterland-Map. Wir gehen mal auf die Übersicht. Hier ist der Händler. Hier waren einige, ja, Verkaufsplätze. Hier hinten war, ja, euer Hof, sag ich mal. Also gucken wir gleich mal noch hin. Da stand eigentlich nichts. Das war eigentlich nur die Fläche. Und gut ist, ein altes, was stand denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Also alles, was da stand, es war aber nicht viel, habe ich weggelöscht. Genau, wir gucken jetzt mal hier. Hier waren noch kleinere Verkaufsstände hier neben, die habe ich auch schon weggemacht. Den kriege ich leider nicht weg. Da steht großer Kuhstall mit Fütterungsautomaten. Aber, ne, ist ja Viehhandel. Kriege ich aber leider nicht verkauft. Den wollte ich auch wegmachen. Ich wollte das gerne woanders haben und einen anderen haben. Geht aber nicht. Leider. In keinster Form. Auch nicht. Ach nee, hier ist ja Quatsch. Wenn ich auf Bauen gehe, ja, aber ich kriege die nicht weg, weil Kühe drin sind. Aber ich kriege die Kühe da auch nicht raus. Habe ich schon versucht. War schon mit dem Viehwagen hier. Kann ich hier nicht rausholen. Und das stört mich so ein bisschen. Aber gut. Ja, wie gesagt, da waren noch kleinere Verkaufsbuden hier, die mehr oder weniger ein Geschäft darstellen sollten. Ja, hier ist Bauernmarkt. Das wird sich alles noch ändern. Das gefällt mir so nicht. Getreidesilo hier, kannst du Getreide also verkaufen. Gefällt mir auch nicht. Ich werde irgendwo noch eine Reifeisen oder so hinsetzen, weil das ist hier eine Map. Restaurant. Müllers Mühle, Backwaren. Der Händler, der hier war, das war eigentlich auch nur das Symbol. Mehr stand da nicht, also die habe ich hier selber hingestellt. Die Werkstatt und den Händler hier. So, dass es ein bisschen aber aussieht. So, genau. Ach guck, ich wollte mal eben schauen. Das ist eine mordsgefährliche Brücke hier, ne? Mal eben gucken. Dekoration. Haben wir denn ein schönes? Was Schönes haben wir nicht, wa? Weil man ja so als Gierländer dran machen könnte. Das sieht doch kacke aus. Nee, das sieht kacke. Außerdem ist das ein Tor. Ein Tor, ein Tor. Auch ein Tor, auch ein Tor. Nee, das ist nichts. Zaunelement, wie würde das denn wirken? Gar nicht.
geht nicht. Guck, das fällt nach unten, das kannst du gar nicht. Das. Gut, lassen wir das. Habe ich jetzt schon mal gesagt? Volleyballnetz, ja, das bauen wir dahin. Das macht Sinn. Ich habe auch gar keine Brücke, die da komplett drüber gehen würde. Ne? Nee. Ach Gott, nein. Die ist viel zu schmal. Das gefällt mir sowieso nicht. Und das hier, nee. Nein. Ach Gott, oh Gott. Ja, was soll das sein? Einradbrücke, ah ja. Nee, das ist alle nicht das Richtige. Ja, die haben wir ja hier. Aha. So. Mein Gott. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Man glaubt's nicht. Ja, so ein paar Häuser, ne? Weil ich muss ja, hier ist ja nichts, ne? Muss ja alles, musste ja. Verstehst du? Ja, da müssen wir mal gucken. Nee, aber da ist noch nicht so das dabei, was ich so suchen täte, Tüte. Passt auch nicht. Aber ich hätte ja auch kein Geländer, ne? Ist ja mehr oder weniger American Wave of Dingsbums, hast du nicht gesehen. Na. Gut, lassen wir das. Ja, wie gesagt, das muss ich alles noch ändern. Aber ich bin ja, ich habe schon was gemacht, ja, aber. Also, nochmal eben einmal hier. Wenn ihr anfangt, gehört euch, ich glaube, das hier und das, die zwei Parzellen. Dette und Dette. Das andere habe ich alles schon dazu gekauft. Das kostet alles nicht viel. Also von daher. So. Dann gucken wir uns mal an, was ich da hinten verbrochen habe. Hier, dies habe ich schon abgemäht. Ging ja, ne? Also mein sein. Habe ich ja gekauft. Gekauft. So, hier habe ich auch schon ein Feld abgedroschen. Das ist fertig. Dann ist das nächste, was abgedroschen wird. The Raps. Und dann wollte ich hier, da habe ich mir den großen Kuhstall hingesetzt, hier vorne. Hier ist so die Werkstatt, ja, wie man sieht. So, hier ist der riesengroße Kuhstall für 500 Kühe. Und dann wollte ich mir hier. Hier hinter wollte ich mir dann die hier so. Aber wie ich das sehe, ist halt wieder alles uneben hier. Aber da wollte ich mir eigentlich die Ballenlager hinstellen. Dann habe ich die einigermaßen nah hierbei. Könntest du auch hier hinten machen, dann ist er natürlich noch näher dabei, ne? Weil hier ist ja die. Ja, überlege ich mir noch. Das Witzige ist hier aber, auch wenn das Gelände eben aussieht, es ist es nicht. Wie gesagt, hier, das habe ich hier auch schon, habe die Bäume weggemacht und habe hier das hier schon mal hingestellt und. Hier ist ein für Schafe. Guckst du, für Schafe. Ist aber noch nichts drin.
Und ja, wie man hier sieht, ne? Hui, auch wieder so eine scheiß Welle drin. Durchfahrtshalle, das ist die vom Jaso. Der hat die gebaut. Die gibt es aber noch nicht zum Download. Wird aber noch kommen in Kürze. Und dann gibt es diese Halle, diese ist ohne Solar, und dann gibt es die nochmal mit Solarpanels. Dann kann halt jeder machen, wie er möchte. So, diese Halle hier, die ist auch von dem Jaso. Die ist mit Solarpanelen, gibt es aber auch ohne demnächst. So, hier habe ich Multifruchtlager hingesetzt. Das fand ich eigentlich ganz nice, ja. Carport, mein Home hier, ne? Rum. So. Gustav steht da auch schon wieder zu luren. Hier kann ich dann, verstehst du, ne? Mich umziehen und pennen. Ja, und hopp. Das hier war Feld 1 abgeerntet und schon mal einen großen Teil vom Platt gemacht hier und auch noch Unterstände hingestellt. Hier habe ich jetzt erstmal alles für den Grünschnitt. Kommt noch ein Ladewagen mit hin. Ja, und da muss ich mal gucken. Hier ist auch noch eine Halle mit Werkstatt. Werkstatt, also Plätze, wo du basteln kannst, kannst du ja nicht genug haben, ne? Ja, da muss ich mal gucken. Das ist alles noch so mehr oder weniger in Planung. Das ist alles noch nicht fertig. Das kann sich auch alles noch wieder ändern. Also, ja, das ist die Durchfahrtsstraße über meinen Hof quasi, ne, weiter da. Gen, hast du nicht gesehen. So, wie gesagt, Händler, mein Hof. Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt mache. Ob ich da irgendwo später die Siedlung hinmache. Und hier so ein bisschen Industrie beziehungsweise, ne? Ich habe noch keine Ahnung. Absolut nicht. Ich glaube, da oben in die Ecke könnte ich mir ein Sägewerk vorstellen. Ging aber auch hier. Ich weiß es noch nicht. Aber wir müssen ja auch erstmal sehen, der wird zur Potte kommen. Ne? So, pass auf, der kommt in der Garage wieder. So als groben Überblick schon mal. So. Hatte ich hier hinten. Das sind die Kuhle, ist mir vorhin noch gar, ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, das Loch. Das ist ja auch nicht schön, ne? Ob ich das wohl ein bisschen beibügeln kann. Oh ne, da senkt sich alles ab, das ist auch nicht schön. Bisschen besser, oder? Wirklich. Scheiße. Bodenanpassung. Nee, das soll sich ja nicht. Das ist ja Kasch. Okay. Man macht einfach viel mehr kaputt als wie Heile bei so einem Scheiß hier.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, guck dir das an. Also irgendwie kannst du mir sagen, was du willst, ne, aber die Idee von diesem Bodenbumstings-Bearbeitungs hast du nicht gesehen, finde ich ja nicht schlecht, aber die Umsetzung ist kacke. Ich lasse das jetzt erstmal so. Hilft doch nichts. Scheiße, ey. Das ist das gleiche wie hier hinten auf Feld 1, wo ich ja die Hallen hingesetzt habe, hier hinten hinter. Das ganze Gelände habe ich vorher einmal geglättet. Komplett geglättet. Ne? Hier. Und was soll ich euch sagen? Die Hallen hingesetzt und schon hatte ich wieder Wellen drin. Kapiere ich nicht. Aber ich bin ja auch nur ein Döwi. Klein Döwi. Ah, ich glaube, das war ein etwas kleinerer Ballen hier. Ne? Stellen wir mal damit hin. Und dann machen wir eben den Raps runter. Rira Raps. Schnaps. So. Mal gucken. Woll? Gucken wir mal. Ja, ich habe dieses Skript drin, dass hier Hafer und so ein Gedöns, da gibt es auch alles Stroh. Den Stroh macht uns froh. Hoffe ich. Ja. Mal gucken, was wir daraus machen können aus dieser ganzen Geschichte. Ne? Und wie lange ich da Spaß dran habe, weiß man ja auch nicht so genau. Wenn es hier rüberkommt, dann höre ich damit wieder auf. Mal gucken. Gucken wir mal. Ja, das mit dieser Redornheim eigentlich schade. Also die fand ich, da habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Wenn nicht das mit diesen scheißen Netzrollen gewesen wäre. Hätte ich wahrscheinlich irgendwie irgendwo dann auch rauslöschen können, aber ich bin da halt nicht so firm drin. Das muss ich ja mal offen und ehrlich zugeben. Ich kenne mich damit nicht so aus. Und darum der Wegen. Ne? Habe ich sie leider aus dem Ort da gelöscht. Ist halt so. Geht noch ein Fetzen. Das geht so nicht.
Ja, und damit werde ich mich auch mal irgendwann mal wieder um den Hof Bergmann kümmern müssen. Die habe ich ja jetzt die letzten Wochen ganz schön vernachlässigt. Aber irgendwie war mir einfach danach mal was anderes zu machen. Kann man mal haben. Ja, guck. Ja, und dann bleibt auch die Frage offen, wer von euch war denn auf der Farm kommen? Wäre ja auch mal interessant zu wissen. Also ich war nicht da, war für mich einfach definitiv zu weit. Der Jaso, der Jan war da, Farmer Andi war da, Markai war da, Prodi, ach, ja, jede Menge Leute. Es gab sogar, habe ich gesehen, ein eigenes Hof Bergmann Bier. Naja. Genauso wie die Etiketten auf den Flaschen im Spiel. Und ich glaube, der Markai hat das gemacht. Ich weiß nicht, ob der selber brauen kann oder braut oder ob der, kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber der hat das mitgeschleppt. Angeschleppt, verzapft, wie auch immer. Müssen die Kameraden am Samstag wohl noch derbe zugeschlagen haben. Und man konnte ja da auch mit dem Trecker fahren. Also realen Schlepper fahren. Aber ich habe den Jaso gefragt, ob er gefahren hat. Sagt er, nee, Leute. Also er hätte 3 Stunden anstehen müssen. Und da hatte er dann doch keinen Bock drauf. Gar nicht auch gut nachvollziehen. Das wäre mir auch zu lang gewesen. Machen wir jetzt? Ne, ich fahre mal einmal rum. Ne? Ich fahre noch einmal rum. Das war da wohl sehr gefragt, dieses Traktorfahren. Die Werksführung, die hat er mitgemacht und sagte, das hat sich wohl gelohnt. Allerdings war da absolutes Film- und Fotografierenverbot. Kann man verstehen, ne? Ich war ja so dusselig, wie ich hier bei Klaas war. 2019 war das. Mein Gott, das ist auch schon so lange her. Ich habe da die Werksführung bei Klaas nicht mitgemacht. Ich hätte die von Anfang an mitbuchen können. Und wer das nicht gemacht hatte, konnte vor Ort nochmal nach, ja, buchen. Ich weiß gar nicht mehr, 12 Euro, was die dafür haben wollten. Habe ich nicht gemacht. Ärgere ich mich heute noch drüber. Aber nun gut, ist nicht zu ändern. Das soll sehr interessant gewesen sein, was ich mir auch gut vorstellen kann. Mein Junior, der hat da mal eine Zeit lang mit einer, ja, Firma, sage ich mal, die war da angestellt, um da die Maschinen sauber zu machen und so weiter, von Fetten zu lösen und hast du nicht gesehen. Und der war da ein paar Mal drin im Werk, sagt er, da war es ganz schön dusselig, dass du das nicht gemacht hast. Hochinteressant. Aber naja. Ich bin halt so ein Dutzel, ne?
Allerdings muss ich dazu sagen, 2019 da waren 12 Euro für mich auch noch viel Geld. Oder wesentlich mehr Geld wie heute, sagen wir mal so. Weil da war ich noch im Hartz IV. Da war meine Rente noch nicht durch. Dann überlegt man sich sowas schon mal. Ne? So, jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich hier mal ein bisschen eine Linie reinkriege. Hätte ich gern. Eine Flucht kriegen. Ja, ich bin mal gespannt, wann im YouTube so mal Videos auftauchen von der Farm kommen. Also bis jetzt habe ich noch nichts Großartiges gesehen davon. Aber der eine oder andere wird da garantiert gefilmt haben. Hoffe ich doch mal. Man freut sich halt doch, wenn man so ein bisschen was sieht davon. Ne? Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber. Aber wie gesagt, lebenswichtig ist das alle nicht. Aber schön wär's. So. Na gut, ich würde sagen, ich mache hier mal weiter und wir sehen uns dann wieder beim Ballenpressen, schätze ich, ne? Denke ich mal so. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich weiß auch nicht, wann ich das Video hochladen, ob ich da heute noch zu komme, weiß ich nicht. Also wir haben heute Dienstag den, was haben wir denn? Den 4. Keine Ahnung, ob ich da heute zu komme. Morgen früh habe ich ja gegen 11 Uhr Zahnarzttermin. Da werden sie mir eine Fresse rumprokeln. Dann das, was wird, weiß ich auch noch nicht. Mal abwarten. Schauen wir mal. Aber ich sag mal, vielen Dank fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Jo, und dann sage ich mal, winke.